Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Fallout 2. Wir verlassen die NKR jetzt erstmal, denn wir haben hier den Bunker 15 entdeckt. Da sollen wir für die Präsidentin Tandy einmal vorbeischauen. Das machen wir einmal. So, wir bleiben draußen stehen und vielleicht können wir ja hier sogar ein bisschen Handel betreiben. Müssen wir gleich mal gucken. Tut mir leid, Fremder, ich habe keine Zeit mit dir zu reden. Alles klar, bis denn. Nee, warte einen Moment, warum willst du nicht mit mir reden? Wir sind ja eine sehr introvertierte Gemeinde. Wir wollen einfach keinen Ärger oder Einfluss von außen. Lass uns bitte einfach in Ruhe. Interessant. Also ein bisschen abgeschottet hier. Ach, Vic. Mach doch mal Platz da. Hi, ich bin Rebecca. Kann ich dich mal alleine sprechen? Natürlich, wo sind wir ungestört? Danke, wir können in mein Zelt gehen. Hier können wir reden. Ich möchte dir zuerst einige Fragen stellen. Was willst du wissen? Was geht hier vor sich? Wir nennen diesen Ort die Siedlung, weil er von den Obdachlosen vieler Städte besiedelt wurde. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was wir haben. Im Westen liegt eine Stadt, die NKR heißt. Sie wusste schon länger, dass wir hier sind, haben uns aber nie Hilfe angeboten oder uns behindert. Jetzt erheben sie plötzlich Ansprüche auf dieses Gebiet als die Heimat ihrer Vorfahren und wollen es zurück. Sie schicken ständig Leute her, die uns überreden sollen, unser Heim zu verlassen. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass wir nirgendwo anders hin können. Wir sind nicht in der Lage, alleine zu überleben, wenn wir diesen Ort verlassen. Was gibt es denn hier, das sie unbedingt wollen? Naja, hier ist ein Bunker, ich glaube Nummer 15. Sie wollen ihn wegen irgendeiner alten Technologie plündern, die wohl noch da drin zu finden ist. Okay, ich wusste, dass hier noch etwas anderes sein muss als diese verkommenen Einwohner. Nein, kapiert. So, was willst du wissen? Wer hat dir das sagen? Das würde Sieg sein. Er schmeißt den Laden hier, du findest ihn im Gebäude da drüben. Zeig nach Nordosten. Danke, ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich suche Bunker 13, weißt du etwas darüber? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, frag am besten in der NKR. Die haben seit neuestem ein großes Interesse am Bunkern. Okay, erzähl mir was über den Bunker hier. Tja, wir sollen eigentlich nicht darüber sprechen, aber da ich deine Hilfe brauche, der Bunker wird gerade von Darion repariert. Er ist unser Gönner. Wenn er wieder voll funktioniert, sollen wir alle dort einziehen, weil wir dann sicher vor Räubern und Sklavenhändlern und so sind. Im Moment hat er die Nahrungs- und Wassersysteme repariert, aber das ist alles. Es ist schon merkwürdig, dass sie in der Lage sind, so etwas Komplexes zu reparieren, aber das Licht kriegen sie nicht hin. Der verdammte Ort ist mit Fackeln erleuchtet und Darion will nicht, dass jemand weiß, was im Bunker vor sich geht. Er hat Angst, dass sie uns alles wegnehmen, wenn sie es herausfinden. Wir haben die Anweisung, jeden wegzujagen, der hier aufkreist, besonders von der NKR. Ich muss noch mehr erfahren. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über Darion. Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Darion ist sehr verschlossen und verlässt den Bunker nie. Wenn er was zu sagen hat, lässt er es durch Sieg mitteilen. Ich habe ihn nur einmal getroffen und er schien ganz nett zu sein. Nett. Nett bringen es zu nichts. Ich frage mich, was er vorhat. Was willst du wissen? Danke, Rebecca. Lass uns jetzt über dein Problem sprechen. Ich habe eine Tochter, Chrissy, und sie ist ein kleiner Wildfang. Sie rennt gerne herum, erkundet ihre Umgebung und ist sehr neugierig. Aber Chrissy ist ein gutes Kind, sie macht keine Probleme, sie ist immer pünktlich zu Hause und sie hat sich zu einer verantwortungsbewussten jungen Frau gemausert. Also lasse ich sie die meiste Zeit machen, was sie will. Letzte Woche ist Chrissy nicht nach Hause gekommen, ich habe rumgefragt und keiner hat sie gesehen oder etwas gehört. Ich habe sie selbst gesucht, aber er ist hier, so etwas wie der Bürgermeister hat mich daran gehindert. Er sagte, es sei zu gefährlich, wenn ich allein rausgehe. Er würde einige seiner Männer schicken, die haben meine Tochter nicht gefunden und meinten, die Sklavenhändler hätten sie vielleicht erwischt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube nicht, dass die Sklavenhändler sie erwischt haben. Ich habe das ungute Gefühl, dass da noch was anderes läuft. Und dann habe ich ständig das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. Das ist, seitdem ich mit Sieg über Chrissy gesprochen habe. Ich brauche jemanden, der mir hilft, meine Tochter zu finden. Würdest du mir helfen? Bitte. Okay, wir versuchen dir zu helfen. Tausend Dank, das kann ich nie wieder gut machen. Ich werde hier warten, bis du... Hey, da war jemand draußen. Der hat uns belauscht. Ich habe einen Schatten an der Zeltwand gesehen. Sie sind gerade in diese Richtung weggerannt. Zeig nach Nordosten. Sie müssen alles mit angehört haben. Ich versuche, sie mal aufzuhalten.
Hallo, ich bin Dalia. Was kann ich für dich tun? Hast du jemanden hier vorbeilaufen sehen, der in Eile war? Ich laufe jeden Tag Leute vorbei. Ich achte wirklich nicht besonders darauf. Schau mal, das Leben eines Mädchens steht hier auf dem Spiel. Die Tochter einer besorgten Mutter. Kannst du mir bitte helfen? Interessiert mich einen Scheiß. Tut mir leid. Ich habe den Auftrag, hier zu stehen und diesen Pfad zu bewachen. Sonst weiß ich nicht, was hier los ist. Ich hatte auch mal eine Tochter und ja, hier ist jemand vorbeigekommen. Ich habe ihn passieren lassen, weil er das richtige Zeichen kannte, so wie das Zeichen, das du gemacht hast. Geh weiter, ich verzieh mich. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. So, wir verfolgen. Ich sollte dich erschießen, aber ich bin neugierig, was du mir zu sagen hast. Okay, ich suche einen Lauscher, der in diese Richtung gerannt ist. Ja, das bin ich. Du hast mich gefunden. Was kommt als nächstes? Warum spionierst du Rebecca hinterher? Meinst du, du kannst hier einfach so reinschauen und bekommst alle Antworten auf deine Frage? Na, was soll's? Du wirst sowieso sterben und ich fühle mich großmütig. Wir haben das Kind hier im Hinterzimmer eingesperrt und etwas Spaß mit ihr gehabt. Rebecca, die alte Kuh, hat versucht, sie zu finden, also haben wir sie im Auge behalten, um zu verhindern, dass sie uns zu sehr auf die Pelle rückt. Okay, gib das Mädchen raus und wir können diesen Ort alle lebend verlassen. Warum zur Hölle sollte ich das tun? Es ist gut für deine unsterbliche Seele, weil ich das Schlimmste bin, das dir je passieren kann. Gib sie raus oder du wirst es bereuen. Das hört sich wie eine Herausforderung an. Ich nehme sie an. Warten mal, dass eine vielleicht rauskommt. Jo, kommt raus. Die hat aber einen Wumms hier drauf. Ja, das war's mit Carla. Da müssen wir mal gucken, ob wir den noch treffen. Ja, das geschieht euch recht. Oh, nice, ein Scharfschützengewehr. Warum nicht? Und was hast du hier Schönes? Barackenschlüssel für Bunker 15. Okay, da ist wohl eine Falle dran. Wir versuchen mal, ob wir die öffnen können. Hier die Tür. Super geschickt öffnen wir die Tür. Und wir lösen auch da eine Falle aus. Verdammt. Wenn du versuchst, mich zu vergewaltigen, kannst du deine Eier bald als Fliege tragen. Verstanden? Ich möchte wissen, was hier los ist. Kurz gesagt, ich bin Chrissy. Ich bin aus der illegalen Siedlung. Letzte Woche fand ich beim Erkunden der Gegend diesen Eingang da draußen. Ich dachte, es wäre eine verlassene Mine oder sowas. Also wollte ich es näher betrachten. Aber es war keine Mine, sondern ein geheimer Eingang in Bunker 15. Der Bunker wird von einer Bande Gangster, den Khans als Unterschlupf genutzt. Sie haben mich erwischt, als ich mich hier umsah. Und ihr Anführer Darion hat mich dann hier einsperren lassen. Die Leute aus der Siedlung, schützen diese Typen, indem sie ihnen helfen, den Bunker geheim zu halten. Sie wissen nicht, was hier wirklich los ist. Darian hat uns gesagt, dass der Bunker repariert wird, sodass wir bald einen sicheren Wohnort mit ausreichend Essen und Wasser haben. Aber das ist alles gelogen. Ich war da drin und habe mich umgeschaut. Der Bunker ist tot und die Nahrungs- und Wassermaschinen funktionieren nicht. All unsere Nahrung stammt von Überfällen auf Karawanen. Ich muss nach Hause und alle warnen, was hier wirklich los ist. Wir dürfen diesem Monster nicht helfen. Bringst du mich nach Hause? Ich bringe dich nach Hause. Wirklich Wahnsinn, lass uns abhauen. Ja, dann mal schnell.
Ja, das haben wir doch ganz gut gelöst, glaube ich. Sind ein bisschen angeschlagen. Müssen wir mal gucken, wie weit das hier geht. So, ich würde hier die Sachen gerne nochmal ablegen. Ja, das Messer nehmen wir mal mit. Können wir vielleicht nochmal verkaufen. So, in dem Zelt waren wir und hier oben wartet sie auf uns. Wahrscheinlich mit ihrer Tochter jetzt. Genau. Nein, sie ist doch nicht. Ich habe damit gerechnet. Jetzt muss ich damit fertig werden. Bitte erzähl mir alles. Okay. Meine Tochter hat mir alles erzählt. Ich kann es kaum glauben, dass Darion so ein Monster ist, nach all dem, was er für uns getan hat. Und wenn ich daran denke, dass wir ihm geholfen haben, seine Räubertaten zu verbergen. Ich garantiere dir, das wird sich jetzt ganz schnell ändern. Ich habe bereits mit Sieg gesprochen. Er will dich sehen. Du solltest jetzt zu ihm gehen. Mein Ritter in strahlender Rüstung kehrt zurück. Naja, sie würde strahlen, wenn du sie gelegentlich mal putzen würdest. Und vielleicht solltest du auch mal wieder baden. Also, was kann ich für dich tun? Ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich gehe gleich wieder. Moment, ich weiß, dass ich etwas vorlaut bin, aber ich möchte, dass du weißt, wie dankbar ich dir bin, dass du meinen Hintern gerettet hast. Vielen Dank. Bitte und gern geschehen. So, was haben wir hier? Lass uns mal vorbei, bitte. Eine Toilette nur. Okay, und Sieg? Wer ist Sieg? Ist das einer von denen hier? Eine Siedlerin. Naja, die sind alle zufrieden. Okay, das ist auch kein Sieg. Das ist John. John, Sarah. Hier ist noch ein Zelt. Okay, aber auch hier ist nichts. Gut, dann ist Sieg vermutlich hier in dem Haus. Wollen wir mal gucken. Schon wieder eine Falle. Du schaffst es nicht, die Tür zu öffnen, was? Das kam aber lange schon nicht mehr vor. Nein, was machst du denn da? Hier, die Tür sollst du öffnen. Okay, machen wir das hier rüber. Okay, sind wir so schlecht in dem, was wir tun? Deshalb verklemmt sich das Schloss an der Tür. Hoffentlich kommen wir da noch irgendwie rein. Rebecca hat mir erzählt, was du für sie getan hast. Ich möchte mich für die schlechte Behandlung entschuldigen, die du ihr erfahren hast. Das war nicht fair. Was kann ich für dich tun? Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Arbeitest du für Darian? Ja, das ist richtig. Ich bin der Mittelsmann zwischen ihm und den Leuten hier oben. Allerdings bin ich nicht gerade stolz darauf, jetzt wo ich weiß, was er vorhat. Okay, was willst du gegen die Gangster tun? Nichts. Sie haben die Waffen, sie kontrollieren das Wasser und die Nahrungsmittel. Das bedeutet, sie haben alles unter sich. Punkt. Wir haben keine Möglichkeit und keine Unterstützung ohne die Hilfe von Darion. Wir könnten uns also gegen ihn stellen. Wir sind ihm ausgeliefert. Könntest du dir vorstellen, einen Handel mit der NKR zu machen? Das hängt davon ab, woran hast du gedacht? Tretet der NKR bei, lasst sie euer Territorium annektieren und gewährt ihnen Zugang zum Bunker. Im Gegenzug sollen sie euch alles beibringen, was ihr braucht, um alleine überleben zu können, und sie sollen euch beschützen. Nicht schlecht, die Idee gefällt mir. Das ist ein guter Deal, wenn du die NKR überzeugen kannst, dem zuzustimmen. Aber einer muss sich um Darion kümmern und seine Kumpanen. Am besten jetzt, bevor sie merken, was los ist und Zeit haben, sich auf einen Angriff vorzubereiten. Warum bringen wir das nicht hinter uns und ziehen Darion jetzt aus dem Verkehr? Dann kannst du den Überraschungseffekt zu deinem Vorteil nutzen. Ja, ich denke, das muss gemacht werden. Super, viel Glück und danke. Wo ist denn der Bunkereingang? Dort hinten hinter der Tür. Aber die ist von der anderen Seite verschlossen und präpariert. Ich kann sie leider nicht öffnen. Warte mal einen Moment. Vor einiger Zeit habe ich diese Keycard gefunden. Ich weiß nicht, wofür sie ist. Rebecca hat erzählt, du hast eine Tür gefunden, wo sie Chrissy festgehalten haben. Vielleicht kannst du sie mit dieser Karte öffnen. Hier, nimm sie. Okay, vielen Dank. Passiert hier sonst noch irgendwas in der Gegend?
Das sind die Probleme mit der NKR, aber ich denke, der Deal, den du vorgeschlagen hast, wird sie lösen. Okay. Das ist auch schon mal super. Klingt eigentlich recht gut. Ja, und wir warten vielleicht einfach mal bis zur Heilung der Gruppe. Ruhen wir uns mal ein, zwei Tage aus hier. Oder auch drei oder auch vier. Oder auch fünf. Okay, Wahnsinn. Dauert echt mega lange gerade. Aber wir sind wieder geheilt und können mal loslegen. So, wir speichern mal. So, wir haben die Keycard bekommen. Ach. Ach, Leute. So, ist da jetzt immer noch eine Falle dran? Wir gucken mal. Du findest keine Fallen, okay. Da haben wir die Keycard. Dann wollen wir die Tür mal öffnen. Und gehen rein. Okay, da sind wir. Dann in 1. Okay, wir kommen ja an den vorbei. Wir vielleicht hier mal mit dem Doktor sprechen. Hallo, ich bin Doc Jones. Du kannst mich aber auch Doc nennen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte dich was fragen. Was möchtest du denn wissen? Arbeitest du für Darion? Ja und nein, ich bin nicht ganz freiwillig hier. Ich bin ein Gefangener. Darion wird älter und braucht einen arrangierten Arzt, der sich um ihn kümmert. Die Kahns behalten mich seinetwegen hier. Ich würde lieber den Leuten oben in der Stadt helfen. Sie haben überhaupt keine medizinische Hilfe und dort gibt es viel zu tun. Das ist sehr lobenswert von dir. Was möchtest du wissen? Kannst du gehen, wenn du willst? Nein, ich bin jetzt ziemlich in der Falle. Ich komme noch nicht mal weg, um meine medizinischen Vorräte aufzustocken. Darion schickt Leute, um alles zu besorgen, was ich brauche. Ich schätze, du bist keine vertrauenswürdige Person, der man Freiheit zugestehen kann. Was möchtest du wissen? Was kannst du mir über Darion sagen? Darion ist schlicht und einfach verrückt. Er hat mehr Wahnvorstellungen im Kopf als sein Hund Flöhe im Fell. Soweit ich weiß, gehörte er früher einer Gang an, die ebenfalls Kahns hießen. Sie haben dieses Mädchen Tandy entführt und hielten sie als Geisel. Ihr Vater hat sich darauf nicht eingelassen und heuerte einige Söldner an, um sie zu befreien. Darion hat als einziger überlebt. Jetzt ist er paranoid. Er glaubt, dass Tandy draußen auf ihn lauert. Er ist von Rache besessen. Er will Tandy töten. Außerdem hat er Schuldgefühle, weil er abgehauen ist. Und überlebt hat und nicht mit seiner Gang gestorben ist. Die Liste ist endlos. Boah, ich bin beeindruckt von deinem Wissen. Was möchtest du sonst noch wissen? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin entführt worden. Ich war auf dem Weg von Bunkerstadt nach New Ueno für einen wohlverdienten Urlaub. Eines Abends bin ich zu Bett gegangen und bin am nächsten Morgen gefesselt und geknebelt aufgewacht. Eine Woche später oder so war ich hier. Seitdem bin ich hier. Ja, die Schwachen sind oft die Beute der Starken. Was möchtest du sonst noch wissen? Du sagtest, Darion hat einen Hund. Ja, er hat einen Hund. Wenn du mich fragst, ist es die hinterhältigste und abscheulichste Kreatur auf Erden. Aber er scheint Darion zu lieben, also kann er so schrecklich auch wieder nicht sein. Verstehe, danke für die Warnung. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir passen auf uns auf. Vielen Dank. Können wir vielleicht handeln? Hast du ein paar Medikamente da? Hat er sogar. So, vielleicht können wir die Sachen schon mal verkaufen. Was willst du denn hierfür haben? Ja, das können wir dir geben. 21. So, dann gehen wir wieder. Was zum... Ich kenne dich nicht. Wer zum Teufel bist du? Ich kann mich ausweisen. Warte, ich zeig's dir. Nee, ich heiße Pat und ich bin neu hier. Oh ja, tut mir leid, ich habe dich nicht sofort erkannt. Mach weiter. Haha. Getäuscht, Leute. Getäuscht.
So, hier stehen überall Wachen. Da hinten ist vielleicht was, wo wir reinkommen können. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit, cool. Aha, eine Kiste. Hätte ich jetzt fast übersehen. Oh, was ist das denn? Kampfrüstung, nice. Hightech-Rüstung aus modernen Defensivpolymeren. Interessant. Wollen wir gleich mal testen. 28 Rüstung haben wir jetzt. 30, ja. Ist doch super. Was du wollen? Tauschen. Kampfkontrolle. Nutze die beste Rüstung. Okay, ist immer noch die Metallrüstung für dich, alles klar. Dann gib uns die mal ruhig wieder zurück, dann geben wir die Cassidy. Der weiß hier, glaube ich, ein bisschen mehr zu schätzen. So, einmal Kampflederweste, sehr gut. Ja, und die andere kannst du ruhig erstmal im Inventar dann behalten. Ja, gut, Leute, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Und lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also, bis dahin.